So, und da sind wir dann auch schon wieder. Und theoretisch könnte ich es immer noch in 5 Folgen schaffen, zumindest das Stück hier. 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Ich wäre gerne Schullehrer. Zack. 6. Ach, jetzt brauchen wir erstmal wieder unsere Kiste. Und hier das angebrochene Zeug, das können wir auch schon mal umwandeln. So. Das hier, das können wir auch schon mal wieder. Und da ist unser Inventar dann erstmal voll. So, danach dürfen wir dann auf jeden Fall wahrscheinlich wieder Holz holen gehen. Aber erstmal bewerten wir jetzt weiter Schulkinder. Der kleine Kevin, 6. Die kleine Lisa, 6. Der Anton, 6. Fritz, 6. 3, 4, 5. Otto, 6. Und Harald, 6. Antonia, 6. Und der andere da, den ich dessen Namen vergessen habe, auch 6. Und der kriegt sowieso eine 6 hier. 6. Ich wäre so gerne irgendwie Schullehrer. 6. 6. 10 kann ich jetzt schon im Kopf, aber die 6 sage ich immer noch. Naja, 6. Ansonsten würde ich auch ganz irgendwie schweigen. 6. 6. 6. Ich würde gerne wissen, ob jetzt, während ihr die Folge seht, meine zweite Hard-Mode-Staffel noch läuft. Da ich bis dahin bestimmt vergessen habe, dass ich diese Frage in dieser Folge gestellt habe, schreibt sie doch in die Konfis. So, dahin. nicht in die Konfis, in die Kommis. So. Und zwar auf heroini.de, da würde ich mich wirklich drüber freuen. 6. 6. 6. 6. 6. Ah ne, hier möchte ich dann auch einen dicken haben, weil das ist eine Ecke. Das machen wir erstmal bis hier vorne, würde ich sagen. 5, 6 und nochmal 2. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die ganze Strecke irgendwie zurückgerannt kriegen. Und wenn wir das dann hier fertig haben, haben wir schon ein sehr großes Stück geschafft. Nur ich glaube, dann geht mir auch langsam das Holz aus. Aber Holz steht ja genug und... Wir hatten ja gesagt, wir pflanzen vorerst keine neuen Bäume, sondern gucken mal an, wie weit wir mit den hier bestehenden Vorräten kommen. Naja. Nicht so weit, wie ich gerne hätte. So, jetzt mache ich einfach mal ein bisschen mehr hier. So. Monat kommt auch Mario Kart DS raus. Ja, da werde ich auch noch ein bisschen Zeit dran vertun. Deshalb muss ich jetzt wirklich im Akkord aufnehmen.
Ach, das sind doch mal schöne Klänge. So. Ups. Und wir gehen munter die Strecke wieder zurück. Machen auch die kleinen Fehler dabei weg. Aber das Stück hier kriegen wir auf jeden Fall mit dem Holz hier noch fertig. Ansonsten wird uns wahrscheinlich sogar auch das Glas noch ausgehen. Ich meine, wie viele Stacks sind das hier an Glasscheiben? Na gut, man kann jetzt sagen, ein Stack haben wir zum Testen da verballert. Also mit dem Stück meine ich jetzt übrigens nicht das ganze Stück, also bis zum Basislager, sondern das Stück hier bis zum, da wo es runterging. So, und das können wir rausschneiden. Ich schmeiß das kurz raus, bevor ich es nämlich vergesse und das Lied abgelaufen ist. Like a light of fight. Zu Deutsch gleich einem Kampf des Lichtes. Naja. Aber das musste ja irgendwann mal passieren, dass ich hier runterfalle. Ich meine, es hat doch viel zu lange gedauert, dass ich hier hoch war. Und eigentlich könnten wir das ganze Feld hier noch mit Stadt zubasteln. Und eigentlich weiß ich auch, dass ich das tun werde. Waren wir denn stehen geblieben? Ach, innen hier. Genau. Dass wir aber so lange nicht in die Luft gehen, solange wir hier noch ebene Fläche haben. Und sobald ich die ganzen Bäume weggefällt habe, ist das ja eh kein Problem mehr. Wahrscheinlich wird... Ja, nee, ist klar. Wahrscheinlich wird Basislager 2 hier auch irgendwann mitten im Stadtkern liegen. Und hier vorne wird irgendwo noch ein Bahnhof sein mit Unterführung und sowas. Aber das ist wahrscheinlich schon Zukunftsmusik für 2013. Ich meine, wenn man sich guckt, was wir bis jetzt hier haben, das ist ja quasi auch, das ist jetzt über ein halbes Jahr sitzen wir da dran. So, da wäre ich gerade fast schon wieder runtergeknallt. Bevor ich jetzt hier runterknall, bin ich lieber... Ja. Etwas langsamer. Titelmusik Ocarina of Time. So. Krieg ich Nachschub in die Leiste. Wie viel Holz haben wir noch? Oh je. Aber hier können wir was stapeln. So. Das geht hier recht schnell. Das ist schön. Das mag ich. So, Stack zu Ende. Ich glaube, das ist jetzt auch das längste Stück gewesen, was wir jetzt gemacht haben. So, die Ecke da vorne, das geht ja dann doch noch recht kurz alles. Aber diese lange Gerade hier, die geht richtig ins Holz und auch ins Glas und in Stein. Oh mein Gott, wir kommen gut voran. Sind vielleicht doch 10 Folgen, aber mein Gott. Wir sehen, dass wir vorankommen. Und hier sehen wir jetzt gerade gar nichts. Aber es scheint zu klappen. Auf irgendeine mir unerklärliche Art und Weise. Oh mein Gott, ich beschwere mich nicht, wenn was funktioniert. Dafür funktioniert doch... Ups, viel zu selten was.
Lol. Naja. Scheinbar funktioniert es nicht halb so perfekt, wie ich gerade gesagt habe. Aber das erste Stück hat perfekt geklappt. Naja, schade. Ging ja auch zu schnell, um wahr zu sein. So. Jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger. Rhythmisches Klicken zur Musik. Ich habe mal so reingehört, meine Maus hört hier an verschiedenen Stellen. Das ist jetzt für mich nicht sonderlich schlimm, dass ihr meine Maus hört. Macht das Gaming-Gefühl meiner Meinung nach authentischer. So eine Strecke. Ja, und das Glas wird eng. Wir machen das auch jetzt übrigens so, dass wir jetzt wirklich alles, was wir haben, erstmal verbasteln. Und dann mal gucken, wie viel Rohstoffe wir noch brauchen. Je nachdem, ob es sich lohnt. Ich meine, für 2 Stacks Sand, da gehe ich jetzt nicht hier groß angelegt farmen. Oder macht die Monster dafür an, dann gehen wir einfach hier und tragen diesen Berg so ein Stück ab. Und das war's dann. So. Nochmal gut 2-3 Stacks drauf. Dabei hatten wir schon so viel. Ich meine, das waren ja, ich glaube, 10 oder 12 Stacks Sand, die wir da verglast haben. Das ist ja eine wahnsinnige Anzahl. Oder haben wir in der Kiste noch Glas reingepackt? Ich meine, wir hatten irgendwo ja Glas reingepackt. Ah nee, wir hatten... Stimmt, wir hatten... Dings reingepackt. Holz. Und ich glaube, da ist jetzt wieder eines dieser Kampflieder, die ich... Ja, das nehmen wir kurz raus. So. Kampflied, passt das zwar, das könnten wir irgendwann mal einspielen, wenn dieser Endbosskampf gegen den Drachen kommt. So. Jetzt gehen wir noch einmal die Strecke zurück und dann haben wir das Stück hier geschafft. Und das hat wahrscheinlich auch unsere Rohstoffvorräte geschafft. Naja, ordentlich, wir haben ja noch... Haben wir hier auch noch... Bisschen was und ein bisschen was an Glas haben wir auch noch in den Kisten. Auch Sand haben wir da noch drin. Das werden wir erstmal alles verbraten. Zumindest haben wir danach mal wieder leere Rohstoffkisten. Ich meine, auf dem Server habe ich ja riesige Mengen Rohstoffe angelegt. Inzwischen bereue ich es quasi, weil ich quasi nie wieder in meinem Leben irgendwie irgendwas farmen brauche. Dann hätte ich es damals schon alles irgendwie verbaut in irgendwelche Projekte. Dann würde das auf dem Server jetzt auch noch lustiger sein, weil ich weiter farmen könnte. Aber wozu soll ich farmen, wenn ich eh von allen zu Genüge habe? Ob es Lapis ist, ob es Sandstein... Ne, Sandstein ist seltener bei mir. Ob es... Ups, da ist schon wieder einer weg. Eisen ist Kohle, habe ich en masse. Da doch nicht.
die letzten paar Dinger hier rein. Aber zumindest kriegen wir das Stück hier fertig. Das kriegen wir locker fertig. Sobald das fertig ist, unterbreche ich auch die Folge. Das hat ja wirklich seine Vorteile, dass ich über eine Viertelstunde aufnehmen kann.